Für den folgenden Abschnitt geht es drei in meiner Kisten, die immer hier im Hintergrund rumstehen, ans Leder. Ja, wie unschwer zu erkennen ist, befindet sich hier drin mein Lederkram, da Lederwerkzeuge, hier fahren Wachse und da Gürtelriemen und Gürtelschnallen. Kommt mal näher, ich zeig's euch. Hier hätten wir zum Beispiel die Lochzange, eine Lederschere, jede Menge Lederwerkzeuge, zum Beispiel ein Werkzeug zum Brechen von Kanten, eine Ahle mit Zubehör, jede Menge kleinere Punzierstempel. Und darunter haben wir dann noch Farben, Öle. Na, die ist schon mal ausgelaufen, super. Und die auch. Ich habe schon lange nicht mehr in die Kiste reingeguckt. Tja, das kann passieren. Ist aber schon schön eingetrocknet, immerhin. Naja, ich habe hier noch mehr. Ich werde es wahrscheinlich auch heute nicht brauchen. Aber wenn, dann könnte ich hier Leder in verschiedenen Farben einfärben. Hier ist ein Riemenschneider, um schöne, glatte, gerade Riemen aus einem großen Lederstück herauszuschneiden. Hier haben wir Bienenwachs. Hier alle möglichen Lederpflegeprodukte. Einfaches Leinenöl. Hier Bienenwachs und Kabaunerwachs als Granulat. Damit kann man Leder zum Beispiel härten. Und hier habe ich noch diverse Brandstempel aus Draht selbst gemacht, die man einfach ins Leder einpressen kann. Das hier ist eine Mischung aus Bienenwachs und Baumharz. Damit kann man eine Bogensehne schön einreiben. Ja, sowas befindet sich auch hier drin. Und was haben wir hier noch? Schwedisches Leinöl. Und noch mehr Lederöl. Und hier habe ich dann eine kleine Wühlkiste mit allen möglichen Arten von Gürtelschnallen, kleineren Messingschnallen, Silberschnallen, aber auch Nieten für Zierapplikationen, ganz normale Nieten, hier noch mehr kleine Ösen, so D-Ösen, Nestelspitzen, was man halt so braucht, wenn man sich mittelalterlichen Kram herstellen will, von Gewandungen über Dekoobjekte bis hin zu Schilden. Und da befinden sich dann schlussendlich die Riemen, die ich auch heute benutzen muss. Und mit den Sachen ziehen wir jetzt mal um in den Nachbarraum. Hier befinden wir uns jetzt genau genommen in einer Ecke meines Arbeitszimmers, die ich für die Lederarbeiten hier mal zweckentfremden möchte. Im Hintergrund seht ihr auch meinen 3D-Drucker und da oben lagert man ganzes Leder, Hörner, Fellreste, Stoffe etc. Das zeige ich euch später nochmal. Hier in diesem Buch befinden sich verschiedene Riemenrekonstruktionen. Die sehen alle sehr unterschiedlich aus, haben aber dennoch drei Gemeinsamkeiten. Und das wäre erstens ein Riemen, um das Ganze festzuhalten. Zweitens Armschlaufen, um das Gewicht des Schildes zu tragen. Und drittens irgendeine Art von Gürtung, um sich den Schild um den Körper zu hängen. Den werde ich gewissermaßen zweckentfremden, um das Ganze an der Wand aufzuhängen. Aber im Grunde werde ich genau diese drei Dinge jetzt herstellen. Beginnen werde ich mit dem Handriemen, also demjenigen, mit dem ich den Schild festhalten werde. Dazu werde ich von einem dieser Riemen hier zwei Stücke abschneiden und aufeinander nähen, damit ein wirklich stabiler Riemen entsteht. Und das Ganze wird nachher so auf dem Schild befestigt, dass ich hier gewissermaßen reingreifen und den Schild führen kann oder könnte. Es ist zwar nur ein Dekoschild, aber nichtsdestotrotz sollen diese Applikationen auf der Rückseite ja plausibel sein.
Wenn ihr jetzt denkt, dass ich hier doch bestimmt einen Fehler gemacht haben muss, weil das eine Lederband ein kleines bisschen kürzer ist als das andere und weil ich hier auch offensichtlich vergessen habe zu lochen. Nein, ganz so ist es nicht. Ich habe hier zwar zu viel angezeichnet, aber die Lochungen stimmen. Die Idee ist, dass der Riemen hier ja zusammengenäht und am Ende stark in eine Richtung gebogen wird. Dadurch ist auf der Innenseite der Weg natürlich viel kürzer als außen herum und deshalb habe ich hier 1,5 cm Platz gelassen, hier aber nur 1 cm. Und jetzt werde ich damit beginnen, die beiden Hälften mit hier so einem Sattlergarn zusammenzufügen. Die Rillen sind dafür da, dass das Garn so ein kleines bisschen da drin verschwindet. Hätte ich nicht unbedingt machen müssen, ist eher so eine Deko-Sache. Für das Vernähen verwende ich hier so ganz einfache Stopfnadeln. Das reicht völlig aus. Als ich das zum ersten Mal gemacht hatte, hatte ich die Löcher mit einer Ahle vorgestochen und da brauchte man Spitzernadeln, aber das war eine Arbeit, die mache ich mir jetzt nicht mehr. Ich mache das Ganze hier im sogenannten Sattlerstich. Das bedeutet, ich habe einen Faden, aber an diesem einen Faden befindet sich an beiden Enden jeweils eine Nadel und ich werde jetzt von beiden Seiten immer so schlangenartig durch das Leder hindurchgehen. Ich mache jetzt immer so ein paar Stiche von der einen Seite, dann ein paar Stiche von der anderen Seite und alle paar Stiche kommt ein Knoten drauf. Okay, das war so nicht geplant. Der Knoten sollte natürlich zwischen den beiden Seilen liegen. Das muss ich jetzt wieder aufmachen. So, jetzt aber. Jetzt habe ich die beiden Fäden in der eigenen Naht hier noch so ein bisschen vernäht und jetzt kann ich das hier abschneiden. So, jetzt hier noch eine Naht, da noch eine Naht und am Ende das gleiche nochmal.
Mir kam eben noch eine Idee. Es wäre doch ganz hübsch, wenn der Schriftzug der Fechtschule hier auf dem Riemen drauf wäre. Deshalb versuche ich den jetzt mal dort hinein zu punzieren, eventuell sogar zu färben. Und dazu habe ich vorbereitet einmal den Ausdruck des Schriftzugs in der richtigen Größe und das Kohlepapier, das ich auch schon bei dem Gartentürchenprojekt benutzt habe, kommt jetzt wieder zum Einsatz. Jetzt geht's weiter mit einem der wichtigsten Werkzeuge bei dieser Arbeit, einem ganz normalen Falzbein. Damit werde ich jetzt alles, was nicht nach Krieferon aussieht, ein bisschen nach unten drücken und anschließend mit roter Farbe und einem feinen Pinsel den Schriftzug noch einfärben. Vergesst das mit der Farbe, ist offenbar gar nicht notwendig. Der Schriftzug zeichnet sich sehr gut ab. Ich lasse das jetzt so. Natürlich hätte ich das jetzt auch nass punzieren können. Das heißt, ich hätte den ganzen Riemen mit Wasser eingerieben, beziehungsweise sogar ganz gewässert. Dann wäre das Eindrücken deutlich leichter gewesen, wäre auch tiefer gegangen. Aber natürlich wäre der Riemen auch empfindlicher gewesen. Und es hätte sein können, dass ich mir aus Versehen Abdrücke erzeuge an Stellen, wo ich sie nicht haben will. Trocken hat es auch funktioniert, von daher habe ich mich hier für diese Methode entschieden. Später für die Vorderseite, da werde ich das Leder aber wässern müssen. Wartet mal ab. Für den Armriemen benutze ich jetzt hier dieses Reststück. Im Prinzip soll der auf einer Seite befestigt werden, dann kommt der Arm durch und dann wird er hier nochmal befestigt. Allerdings hätte ich gerne, dass das zwei Teile sind, sodass ich das nachher in der Größe etwas verstellen kann. Nachdem ich nun diese beiden Lederteile hergestellt habe, die übrigens gleich durch die Löcher mit einer Lederkordel hier miteinander verbunden werden, habe ich noch ein relativ kurzes Reststück übrig, aber ich denke, das genügt, um die Aufhängung für den Schild zu bauen. Denn wenn ich diesen hier
auf dem Schild so befestigen, dass hier etwa 90 Grad Winkel besteht, dann erhalten wir hier oben eine ganz wunderbare Wölbung, an der wir den Schild mit einem Nagel an der Wand befestigen können. Dieser Rillenzieher, den ich hier die ganze Zeit benutze, der sieht übrigens von nahem so aus. Und während ich den benutze, benutze ich meinen Ringfinger als Abstandshalter, um eine Linie zu ziehen, die schön parallel zur Außenkante des Riemens ist. Die Lederteile sind jetzt soweit fertig. Zum Schluss reibe ich die noch mit so einem Bienenwachs-Lederbalsam ein. Und dazu benutze ich ein altes Leinentuch. Da sind wir wieder. Ganz grob wird dieser Handriemen etwa hier hinkommen. Diese beiden Teile irgendwo in diesem Bereich. Und die Aufhängung dann in etwa vielleicht hier. Als erstes versuche ich jetzt mal herauszufinden, wo der Handriemen genau hin soll. Dazu halte ich den so an den Schild, wie ich den Schild später festhalten würde. Und muss mir dann die Positionen merken. So würde ich den Schild halten. Ja, dann käme der Riemen hier relativ weit an den Rand. Passt. Zur Befestigung der Riemen habe ich mir hier solche Schlüsselschrauben gekauft. Die sind nur 20 mm lang. Der Schild ist 20 mm dick. Das sollte zusammen mit den 4 bzw. 8 mm, die das Leder selbst hat, also funktionieren. Zur Sicherheit habe ich mir aber noch solche Unterlegscheiben aus Leder hier abseits der Kamera gebaut. Das ist nichts anderes als ein kleines Stück Leder mit einem Loch innen drin. Das kommt dann noch hier oben drauf, beziehungsweise hier oben drauf. Und dann sollte die Schraube auf der anderen Seite auf keinen Fall durchkommen. Natürlich muss ich vorbohren, da werde ich also 16 mm vorbohren und das muss dann passen. Damit das mit den Schrauben hier aber nicht so blöde aussieht, werde ich den gleichen Trick anwenden wie schon in meinem Gartentürchenprojekt. Diese Sechskantschraube hat jetzt die Optik eines Vierkantnagels und wird jetzt noch schwarz lackiert. Damit ich nicht aus Versehen durch den Schild durchbohre, stecke ich so ein Stück Holz auf und dann schaue ich noch genau 1,8 cm oben raus und 2 cm Materialstärke habe ich.
Hier an der Stelle überlege ich gerade, ob ich die Unterlegscheiben aus Leder, die ich gebaut habe, hier benutzen soll. Aber andererseits, der Riemen ist dick genug und die Unterlegscheiben bedecken diese schöne Ziernaht. Von daher habe ich die Idee wieder verworfen. Im Laufe der Zeit hat sich bei mir eine ganze Reihe verschiedener Lederkordeln angesammelt. Verschiedene Farben, verschiedene Längen, verschiedene Dicken, rund, eckig, rau, glatt, alles dabei. Aber heute brauche ich zum Zusammenbinden der beiden Riemen mal ein Stück von diesem klassischen naturfarbenen eckigen Band. Jawohl. Diesen Riemen wollte ich ja jetzt so auf dem Schild befestigen, dass wir hier ungefähr einen 90-Grad-Winkel haben und dass dieser Lederriemen sich hier oben so hochwölbt, dass wir hier später mit einem Nagel oder ähnlichem den Schild aufhängen können. Das Problem ist jetzt einfach, dass diese Form schlecht möglich ist, denn entweder hängt die Schlaufe hier oben deutlich über oder ich gehe ein bisschen tiefer, dann muss ich hier unter den Riemen, was prinzipiell zwar geht, aber dann leider für den Griff im Weg ist. Also wenn ich das hier so befestigt habe und hier reingreifen will, dann stört dieser Riemen. Ist nur ein Prunkschild, ich weiß. Und man wird hier nicht oft reingreifen, aber wenn, dann wird man sich fragen, warum diese Aufhängung hier im Griff drin ist. Die möchte ich also über den Griff haben. Und da sehe ich jetzt nur eine Möglichkeit und ich frage mich gerade, ob das funktioniert. Nämlich diesen Riemen asymmetrisch aufzuhängen. Das heißt, auf der rechten Seite hier etwas weiter oben, auf der linken Seite etwas weiter unten, da zum Beispiel, so halb versteckt hinter diesem Riemen. Und dann müsste ich jetzt hier durch die Winkel dafür sorgen, dass die Spitze, sag ich mal, sich in der Mitte befände. So wäre schlecht, dann würde der Schild schief hängen. So wäre ebenso schlecht, dann würde das Schild auch schief hängen. Aber es scheint zu funktionieren, dass ich das mit dem richtigen Winkel dazu bringen kann, dass sich diese Spitze in Anführungszeichen genau hier oben in der Mitte befindet. Für den Fall, dass der Nagel hier oben zu sehen sein sollte, wenn man den Schild daran aufhängt, kann man auch zwei Nägel benutzen, dann ist hier ein bisschen mehr Platz zum Schildrand. Apropos Schildrand. Wie man an diesem Buckler oder diesem handlichen 80 cm durchmessenen Exemplar im Hintergrund vielleicht erkennen kann, ja übrigens, die Dinge habe ich auch selbst gebaut, haben manche Schilde so einen Schildrand. Ich hatte dafür bislang immer Rohhaut benutzt, und wollte an diesem Schild hier eigentlich auch einen solchen anbringen, aber zwei Gründe, warum ich es doch nicht machen werde. Erstens, ganz ehrlich, Zeit. Nächste Woche muss das Ding fertig sein, ich bin jetzt seit über 3 Wochen da dran und die Zeit drängt so langsam, die gesamte Vorderseite muss noch gemacht werden. Und zum Zweiten bin ich auch nicht sicher, ob das wirklich gut aussieht. Dieser Schild hier,
Der ist im Unterschied zu den Schilden, die ich bis jetzt gebaut habe, am Rand sehr schön. Das ist massiv Eiche. Das andere waren immer aufeinander geleimte Platten. Die musste man irgendwie abdecken. Hier ist das einfach nicht nötig. Von daher, wenn ich noch Zeit habe und wenn ich dann noch der Meinung bin, dass das unbedingt nötig ist, optisch gesehen, dann werde ich diesen Schildrand hinterher noch bauen. Ansonsten lasse ich den sein. Und wenn ihr einen Schildrand bauen wollt, dann nehmt dafür doch so einen Hundeknochen. Dieses handliche Exemplar ist 90 cm lang. Ich habe den vor Ewigkeiten mal in einer Tierhandlung gekauft. Zwei Stück, genauer gesagt, für 15 Euro. Damals dachte ich, ich bräuchte zwei Stück. Bis jetzt habe ich für alle meine Schilde insgesamt nur einen gebraucht. So ein Knochen besteht aus Rohhaut. Den kann man, nachdem man das Ganze in Wasser eingelegt hat, in Streifen schneiden. Und das ist genau das Material, was man dafür benötigt. Was diesen Schild angeht, ist die Rückseite jetzt erstmal fertig. Das heißt, ich kann mich ab morgen an die Vorderseite heranbegeben und da freue ich mich schon drauf, denn ich glaube, das wird wirklich das Highlight der ganzen Aktion hier werden. Ich weiß ja schon, was ich vorhabe, aber ob mir das so gelingt oder ob es schlechter wird oder ob es vielleicht sogar ein bisschen besser wird, als ich es gedacht habe, das wird sich noch zeigen.